Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's wie immer am Ende des Monats oder zu Beginn des neuen Monats mein What I Read Next Video für euch. Ich habe mir wieder 4 Bücher ausgesucht, von denen ihr eins auswählen dürft, das ich dann im folgenden Monat, sprich im Oktober, lesen werde. Die Auflösung vom letzten Mal war: Es hat gewonnen, das Buch von der Caroline Wahl, und das habe ich tatsächlich auch gelesen. Was ich dazu zu sagen habe, werde ich natürlich in meinem nächsten Video kundtun, das dann nächste Woche kommt. Das wird nämlich der Lesemonat. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit den 4 Büchern. Das eine könnt ihr euch vielleicht denken anhand des Farbschnitts, welches es ist. Es ist eine Chest of Fandoms Sonderausgabe. Ich weiß, ich sage immer, ich möchte nicht mehr so viel außer der Reihe kaufen, aber dieses Buch, das hat mich auf Bookstagram so neugierig gemacht, dass ich es jetzt einfach gekauft habe. Und zwar ist das Wo sich Licht im Wasser bricht. Ich finde den Titel allein schon super schön. Wie gesagt, bei Bookstagram sind da sehr, sehr viele Menschen sehr, sehr hyped von diesem Buch. Und ja, es ist einfach auch ein wunderschönes Cover mit ganz viel Goldfolie. Ihr müsst entschuldigen, es ist jetzt schon super spät. Ich muss hier heute mit Softboxen filmen. Also wenn die Qualität von den Lichtverhältnissen hier heute ein bisschen schlechter ist, I'm so sorry. Ja, aber darum soll es eigentlich nicht gehen, sondern hier um Buch Nummer 1. Und jetzt erzähle ich euch nämlich, um was es geht. Mit dir will ich in den Sternen ertrinken. Endlich volljährig zieht es Enya in die Welt hinaus. Sprichwörtlich den Sternen entgegen auf der Suche nach Unabhängigkeit. An der Küste San Diegos geht sie überwältigt von dem Freiheitsgefühl schwimmen, auch wenn sie es nie gelernt hat. Als sie in den Fluten die Kontrolle verliert, wird sie von einem Fremden gerettet. Er verschwindet, ehe sie sich bedanken kann. Doch auf einer Strandparty stehen sich die beiden plötzlich wieder gegenüber. Jonah ist schweigsam, stark und gleichzeitig so sensibel und schön. Eines kommt zum anderen und ehe Enya sich versiebt, soll ausgerechnet ihr das Schwimmen beibringen. Ein etwaiges Spiel aus Nähe und Distanz beginnt und Enya fühlt sich unweigerlich zu ihm hingezogen. Doch in Jonas Tiefe lauert auch eine Dunkelheit. Buch Nummer 1. Buch Nummer 2 liegt schon etwas länger hier, also definitiv länger als Buch Nummer 1, das quasi gerade erst letzten Monat oder diesen Monat hier eingezogen ist, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Buch Nummer 2 wäre Never Never von Colleen Hoover und Taryn Fisher, 2 Autorinnen, ein Buch. Das finde ich ja sowieso immer sehr spannend und da würde mich halt auch wirklich immer interessieren, wie man sowas schreibt. Also ich kenne es jetzt nur von mir. Wenn ich schreibe, dann schreibe ich. Und wenn ich eine neue Idee habe, schreibe ich die mit rein. Ich finde das super spannend zu sehen oder zu wissen, wie es ist, wenn man sich immer mit jemandem austauschen muss. Wisst ihr, wie ich meine? Aber darum soll es hier heute auch nicht gehen, sondern um dieses Buch. Das habe ich aufgrund eines Hugendubel-Booktok-Videos damals gekauft, weil das Video mich sehr neugierig gemacht hat. I'm so sorry. Hier den Vibrationston ausschalten. Ja, und jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Grenzenlose Liebe, flammende Gefühle und unerträgliche Spannung. Charlize, genannt Charlie, und Silas, beste Freunde seit der Kindheit und heimliches Paar gegen den Willen ihrer Familien, wachen auf und erinnern sich an nichts. Beide Erinnerungen sind wie weggewischt. Was steckt dahinter? Oder besser, wer? Beim Versuch herauszufinden, wer sie sind und was passiert ist, kommen sie einer Familienfehde auf die Spur, in die sich ihre Eltern verwickelt hatten und die sie und ihre Liebe auseinandergetrieben hatte. Doch was hat das mit ihrem gemeinsamen Gedächtnisverlust zu tun? Und dann geschieht es erneut. Genau 48 Stunden nach dem ersten Mal erwacht Silas ohne Erinnerung an all das, was zuvor war, und ohne Charlie, denn die ist wie vom Erdboden verschwunden. Das nächste Buch habe ich euch, glaube ich, auch schon mal hier in meinem What I Read Next hochgehalten. Das habe ich mir nämlich irgendwann mal bei Rebuy bestellt. Es war ewig auf meiner Wunschliste, wirklich bestimmt schon Jahre gefühlt. Und dann habe ich es bei Rebuy ganz zufällig gesehen und dachte, so, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen und jetzt kaufst du es auch. Soul Food von Elizabeth. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich erspare mal die Schande und lass es einfach. Wenn ihr es wisst, dürft ihr mir das gerne verraten. Ja. So, bevor ich jetzt nochmal unterbrochen werde. Das Buch ist für mich so ein typischer Coverkauf, weil ich finde, dass es ein Cover ist, zu dem ich halt einfach sofort gegriffen hätte, was ich demnach ja auch getan habe. Aber auch der Klappentext konnte mich überzeugen und hat gesagt, das ist ein Buch, das möchtest du lesen.
So, und ich habe hier nämlich noch eine Thalia-Karte mit drin aus dem Kultclub. So, jetzt wisst ihr Bescheid. Obwohl es ihr Abschlussjahr an der Highschool ist, hat Emoni das Gefühl, wichtige Entscheidungen immer nur für andere treffen zu müssen. Mit ihrer kleinen Tochter wohnt sie bei der Großmutter und nach der Schule arbeitet sie in einem Burgerladen, um zum Lebensunterhalt beizutragen. Der einzige Ort, wo sie ihre Verantwortung loslassen kann, ist die Küche. Denn Kochen ist ihre Leidenschaft und ihre große Begabung. Man sagt, dass in all ihren Gerichten etwas Magisches steckt und die Menschen in ihrem Innersten berührt. Doch kann Emoni es schaffen, an sich selbst zu denken und ihre eigenen Träume zu verwirklichen, wenn das Leben ihr immer wieder Steine in den Weg legt? Buch Nummer 3. Und Buch Nummer 4 ist auch relativ frisch hier eingezogen. The Sky Above Us. Da gibt es ja aktuell auch ein bisschen hitzige Diskussion drum. Ich habe mich da auch ganz, ganz weit rausgehalten, weil ich mir mein eigenes Bild von dem Buch machen möchte. Es geht ja ums Klettern, beziehungsweise auch ums ohne Sicherung Klettern, was ich an und für sich ja auch sehr, sehr spannend finde, aber auch sehr ja, beängstigend, sage ich es einfach mal. Also Hut ab vor jedem, der das macht. Und ja, um diese Thematik ist dann eben auch noch eine Liebesgeschichte gestrickt. Er will sich nicht binden, sie will nie wieder jemanden verlieren. Doch als sie sich begegnen, ist nichts mehr, wie es war. Für Sky ist es die Chance ihres Lebens. Der angesagte Freeclimber Eric Knox will, dass sie den Filmdreh leitet, wenn er die gefährlichste Felswand im Nationalpark erklettert. Fast 1000 Meter, ohne Sicherung. Absolut verrückt, findet Sky. Doch mit dieser Doku könnte sie sich an der legendären Filmschule in L.A. bewerben. Sky sagt zu, obwohl allein der Gedanke an die Dreharbeiten schreckliche Erinnerungen in ihr wachruft. Im Park angekommen ist Sky überwältigt von der atemberaubenden Natur und von Eric. Mit jedem Drehtag kommen sich die beiden näher und bald muss sich Sky fragen, kann sie Regie führen, wenn Eric zwischen Leben und Tod schwebt? Buch Nummer 4. Wie immer gibt es jetzt alle nochmal im Schnelldurchlauf. Das erste wäre, wo sich Licht im Wasser bricht. Ich finde den Titel immer noch super schön, je öfter ich ihn sage. Never Never von Colleen Hoover ist Buch Nummer 2. Buch Nummer 3 wäre Soul Food. Und Buch Nummer 4 wäre The Sky Above Us. Jetzt liegt's wie immer an euch. Ich verlinke euch alle Bücher nochmal unten in der Infobox, falls ihr den Klapptext nachlesen wollt oder falls ihr euch Rezensionen dazu durchlesen wollt, dann dürft ihr das natürlich gerne tun. Ansonsten war es das jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Abend. Ich werde jetzt meine Tasche packen und ja, morgen geht's zur MagicCon. Also wenn das Video online ist, dann bin ich quasi schon dort und ja, lass es mir gut gehen mit meinen Mädels. Ich verabschiede mich von euch, habt's fein und bis zum nächsten Mal. Tschüss!